Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In der heutigen Folge sprechen wir über die Geschichte der Tschechoslowakei und zwar die Phase zwischen 1919 und 1938, also die Phase der Staatsentstehung der Tschechoslowakei nach dem Ersten Weltkrieg bis hin zur Annexion des Sudetenlandes, mit der die Zerschlagung der Tschechoslowakei durch Adolf Hitler und die Nationalsozialisten beginnen sollte. Was also so ganz grob in dieser Zeit, in diesen Jahrzehnten passieren sollte in der Tschechoslowakei, darüber sprechen wir jetzt in den kommenden Minuten. Los geht's! Ende 1918 endete der Erste Weltkrieg und mit dem Ende des Ersten Weltkrieges hörten die europäischen Gegebenheiten, wie man sie über Jahrhunderte kannte, gewissermaßen zu existieren auf. Denn die Großreiche dieser Zeit waren nun in einem Zerfallsprozess begriffen, darunter das Russische Kaiserreich, das ja schon während dem Krieg in einer Revolution zunächst und nun in einem Bürgerkrieg versunken war, und auf der anderen Seite Österreich-Ungarn, ein Vielvölkerstaat, in dem sehr viele verschiedene Ethnien über Jahrzehnte und Jahrhunderte gelebt hatten, und diese Ethnien sollten nun mit dem Untergang dieses Großreiches ihre eigenen Wege gehen. Das bedeutet, es entstanden nun aus dem großen Österreich-Ungarn sehr viele verschiedene kleine Einzelstaaten, einzelne eigenständige Nationalstaaten, die mal mehr, mal weniger homogen waren. Und hier wurde versucht, eine neue europäische Struktur auf den Weg zu bringen. Und diese Struktur eigenständiger, teils demokratischer Staaten sollte nun vor allem eben die Region Mitteleuropas bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges prägen. Bereits während dem Ersten Weltkrieg und auch schon in den Jahren davor hatten sich verschiedene Auslandstschechen, ehemalige Politiker, die ins Ausland gegangen waren, Exilanten sozusagen, dafür eingesetzt, dass man möglicherweise nach dem Ende dieses Krieges einen eigenen tschechischen Staat begründen könnte. Dabei war von Anfang an klar, dass man diesen tschechischen Staat eigentlich zu einem tschechoslowakischen Staat machen wollte, denn man sah die Slowaken offenbar als Teil der Tschechen und so wollte man hier einen gemeinsamen Staat draus machen. Die Überlegungen gingen von einer Art Königtum der Tschechen und Slowaken aus vor dem Ersten Weltkrieg bis dann hin zu der Republik, die dann schlussendlich nach dem Ersten Weltkrieg entstehen sollte. Zu den führenden Exilpolitikern, die jetzt nun jahrelang während dieses Krieges durch Europa reisten und dafür sorgten, dass dieser Staat schlussendlich entstehen konnte, gehörte vor allem Tomáš Masaryk, aber auch Leute wie Edvard Beneš, die dann eben zu verschiedenen Zeiten Staatspräsidenten der Tschechoslowakei werden sollten. Die zentrale Figur allerdings über die Jahrzehnte bis zum Zweiten Weltkrieg sollte Tomáš Masaryk sein, denn er wurde jetzt der Staatspräsident der jungen tschechoslowakischen Republik und sollte dieses Amt bis 1937 letztlich bekleiden. Und daran sieht man, der erste Präsident dieses neuen demokratischen Staates, dieser tschechoslowakischen Republik, war kein einfacher Präsident im modernen Sinne, sondern das war der Staatsgründer, der Vater der Nation. Und dieser Mann sollte die Geschicke der Tschechoslowakei über Jahrzehnte, wie gesagt, lenken. Dass mit dem Untergang Österreich-Ungarns nun die Tschechen und die Slowaken einen gemeinsamen Weg, einen eigenstaatlichen Weg gehen konnten, war wie gesagt vor allem Personen wie Masaryk und Beneš zu verdanken, die sich in den Jahren des Krieges darum bemüht hatten, überall in Europa Verbündete für einen möglichen Nationalstaat zu finden. Masaryk war überall durch Europa gereist, durch Frankreich gereist, durch Großbritannien gereist, hatte überall mal angeklopft und versucht, Verbündete zu sammeln für eine mögliche Staatsgründung nach dem Ersten Weltkrieg. Denn man war davon ausgegangen, dass möglicherweise eben Österreich-Ungarn diesen Krieg verlieren könnte und Deutschland und wer da alles mit dran hing. Und dann wäre möglicherweise die Chance gekommen, nun einen neuen Staat zu begründen. Und das sollte ja dann auch schließlich so kommen. Doch mit der Staatsgründung der Tschechoslowakei war natürlich jetzt zunächst mal nur ein erster Schritt getan. Denn eine Staatsgründung war natürlich nichts Einfaches. Das klingt jetzt so banal, als hätte man jetzt einfach mal von heute auf morgen entschieden, wir möchten einen Staat begründen. Doch von Anfang an war das natürlich in Mitteleuropa ein größeres Problem gewesen. Denn diese Staaten, wie gesagt, waren ja nie homogen gewesen. Das waren Staaten gewesen und Staatsgebiete gewesen, auf denen die unterschiedlichen
unterschiedlichsten Ethnien miteinander gelebt hatten über Jahrhunderte und eigene nationale, homogene, ethnisch homogene Nationalstaaten hatte es in dieser Form dort nie gegeben. Und genauso war es jetzt in der Tschechoslowakei auch, denn die Slowaken waren aus ihrer eigenen Sicht ja keine Tschechen, obwohl die Tschechen die Slowaken zu ihrem eigenen Staat gezählt hatten. Und so begannen jetzt hier im Grunde schon die Streitereien, die sich schlussendlich bis zum Zweiten Weltkrieg hinziehen sollten. Hinzu kam noch, dass natürlich auf dem neuen tschechoslowakischen Staatsgebiet auch andere Minderheiten lebten und eine sehr große Minderheit auf diesem Staatsgebiet waren die Deutschen, die sogenannten Sudetendeutschen, wie man sie später nennen sollte, und auch die sollten ein größeres Problem für die Stabilität dieses Staates werden. Von Beginn an war die Integration der Slowaken in diesen tschechischen Staat ein Problem gewesen, denn die Slowakei hatte ihre historischen Traditionen vor allem in Ungarn. Denn Ungarn hatte seit dem Mittelalter über die Slowakei in gewisser Weise geherrscht, über die Gebiete, die da dran hingen, und nun wollten die Tschechen dieses traditionelle ungarische Gebiet, wenn man so möchte, in ihr eigenes Staatsgebiet aufsaugen. Und das führte dazu, dass auch nach dem Ende des Ersten Weltkrieges überall noch kriegerische Auseinandersetzungen stattfanden in Mittel- und Osteuropa, wo man natürlich jetzt darum kämpfte, wie die Neugestaltung des Kontinents aussehen sollte. In Russland, wie gesagt, lief der Bürgerkrieg, aber auch hier in der Tschechoslowakei wurde natürlich jetzt nicht unbedingt ein vollumfänglicher Krieg geführt, aber doch kleinere militärische Scharmützel geführt, vor allem mit den Ungarn. Denn man musste die Ungarn militärisch bekämpfen, wollte man die Slowakei haben. Und tatsächlich stellte sich das für die Tschechen zunächst einmal problematisch dar, denn das ungarische Militär hatte auch nach dem verlorenen Krieg offenbar noch mehr als genug Stärke, die Tschechen zurückzuschlagen. Dass die slowakischen Staatsgebiete nun schlussendlich an Tschechien gehen sollten, war vor allem natürlich den großen Alliierten, den Kriegssiegern zu verdanken, die nun so viel Druck auf Ungarn ausübten, dass diese schlussendlich einen Rückzieher machten und diese Gebiete aufgaben. Doch dieses kleine Aufbäumen der Ungarn als Beispiel hier zeigte im Grunde, dass die gesamten Grenzziehungen und die Neugestaltungen und Neuausrichtungen der Staaten nach dem Ersten Weltkrieg von Beginn an eine umstrittene Sache gewesen war, und bis zum Zweiten Weltkrieg sollte das auch immer so gewesen sein, denn alle Staaten nach dem Ersten Weltkrieg, sowohl die neu entstandenen als auch die traditionellen, stellten natürlich immer wieder die neu gezogenen Grenzen in Frage, die man nach dem Ersten Weltkrieg gezogen hatte. Nicht umsonst war der Zweite Weltkrieg nicht nur ein ideologischer Krieg gewesen, sondern es war natürlich auch ein Krieg um Grenzen, um die Revision von Grenzen, das Zurückgewinnen von Gebieten, die man nach diesem Ersten Weltkrieg verloren hatte. In diesem neuen tschechoslowakischen Staat stellten die Tschechen mit um die 50% sicherlich die Mehrheit, aber wie gesagt, es gab eben immer noch verschiedene Ethnien in diesem neuen tschechoslowakischen Staat. Dabei stellten die Deutschen rein von ihrem prozentualen Anteil an der Bevölkerung sogar eine größere Masse als die Slowaken, obwohl die Deutschen ja namentlich in diesem Staat überhaupt nicht auftauchten. Denn die Deutschen stellten tatsächlich über 20% der Bevölkerung, die sogenannten Deutschböhmen, also die Deutschen, die traditionell in den Gebieten von Böhmen und Mähren lebten, die dann ja später durch das Deutsche Reich zu einem deutschen Protektorat dann schlussendlich gemacht werden sollten. Wie bereits eben angesprochen, waren Staaten in Mitteleuropa nach dem Ersten Weltkrieg, die neuen Nationalstaaten, die entstanden, nie wirklich ethnisch homogene Staaten gewesen. Und das traf, wie gesagt, auch auf die Tschechoslowakei zu. Man hatte allerdings, und das ist eben durchaus gravierend gewesen, bestimmte Gebiete, die von einer bestimmten Bevölkerungsgruppe fast durchgehend besiedelt wurden. Also man hatte sowas wie eine Teilhomogenisierung in bestimmten Gebieten, darunter beispielsweise eben in dem sogenannten Sudetenland, wo eben fast ausschließlich Deutsche lebten. Und das Sudetenland hatte, zumindest mal aus der Sicht von heute, die große Problematik, dass es natürlich an das Deutsche Reich grenzte, und so war es naheliegend, dass man sich auf Dauer dem Deutschen Reich annähern wollte, und das führte natürlich zu großen Konflikten, die sich dann 1938 in der Sudetenkrise entladen sollten. Deutschböhmen, also das spätere Sudetenland, hatte von Beginn an das Problem, dass man sich eigentlich diesem neuen Staat nicht zugehörig fühlte. Denn die Deutschen, wie gesagt, waren vor allem daran interessiert, zu ihren Volksgenossen irgendwie in ein eigenes Staatsgebiet zu gelangen. Entweder eben zum Deutschen Reich oder aber zu dem kleinen österreichischen Nationalstaat, dem Rest des alten deutschen Habsburgerreichs, der nun entstanden war. Also ein Staat, der zunächst als Deutsch-Österreich bekannt war und dann zur Republik Österreich wurde. Doch nach dem Ersten Weltkrieg waren nicht nur die Slowaken und die Deutschen ein Problem gewesen, sondern tatsächlich auch die Polen. Denn nach dem Ersten Weltkrieg hatte sich auch ein neuer polnischer Staat gebildet, die Zweite Polnische Republik. Und die Polen hatten natürlich ein Interesse daran, ihr eigenes Staatsgebiet ebenfalls
ebenfalls möglichst groß zu gestalten und möglichst viele Gebiete in ihr Territorium aufzusaugen. Und so entbrannte ein Streit zwischen dem neuen tschechoslowakischen Staat und Polen um das Herzogtum Teschen. Denn Teschen war zumindest in Teilen eine wirtschaftlich attraktive Region und die Tschechoslowakei hatte von Beginn an ihr Auge darauf gesetzt, möglichst Gebiete in das eigene Staatsgebiet zu integrieren, die wirtschaftlich relativ weit entwickelt waren. Doch schlussendlich waren die Polen eben nicht bereit, dieses Gebiet einfach abzugeben und so musste dann unter Intervention der großen Alliierten hier ein Kompromiss gefunden werden, sodass am Ende dieses Gebiet aufgeteilt wurde. Doch die wirtschaftlich relevanten Regionen dieses Herzogtums Teschen kamen nun unter tschechische Herrschaft. Doch damit kam wiederum auch ein neues ethnisches Problem hinzu, denn nun kamen eine größere Zahl von Polen mit in das tschechoslowakische Territorium. Über 70.000 vorherige Polen wurden jetzt Tschechen, also eine neue polnische Minderheit im tschechischen Staat. Und damit war man wieder ein großes Stück von dem ohnehin sehr utopischen ethnischen Nationalstaat weggekommen. Noch eine Minderheit hatte man jetzt mehr und damit wuchsen die Probleme einmal mehr. Auf der Pariser Friedenskonferenz im Jahr 1919, also der Nachkriegskonferenz des Ersten Weltkrieges, versuchte Beneš als einer der zentralen Vertreter der Tschechen hier vor allem natürlich die Gebietsansprüche der Tschechoslowakei mit allen Mitteln irgendwie gegen die großen Alliierten durchzudrücken. Doch das war von Anfang an etwas gewesen, wo die Alliierten mehrere Fragezeichen dran gemacht hatten. Denn bereits der britische Premierminister Lloyd George hatte damals in Paris verkündet, dass er sich wohl keinen besseren Kriegsgrund vorstellen könne, als dass man die Deutschen jetzt nun in diesem tschechischen Staatsgebiet von ihrem Mutterland isoliere. Aus heutiger Sicht wirkt es so, als hätte Lloyd George damals durch eine Glaskugel gesehen in die Zukunft, denn das sollte ja tatsächlich eben zu einem großen Problem in der Hitlerzeit werden. Wie bereits eben gesagt, war die Zwischenkriegszeit, die nur 1919 anbrach und sich dann bis 1939 ziehen sollte, im Grunde nie eine Zwischenkriegszeit gewesen. Denn Zwischenkriegszeit würde ja bedeuten, dass man vor allem in einer primär friedlichen Situation miteinander gelebt hätte in diesen 20 Jahren zwischen den zwei Weltkriegen. Doch tatsächlich war das nie so gewesen. Denn wie gesagt, waren vor allem Mittel- und Osteuropa Pulverfässer, wo ständig irgendwie verschiedenste Ethnien aneinander gerieten, wo immer noch Grenzstreitigkeiten ausgetragen wurden und wo immer kleinere militärische Reibereien und Scharmützel stattfanden. Insofern kann man eigentlich von einer wirklichen Zwischenkriegszeit, zumindest für Mittel- und Osteuropa, gar nicht sprechen. Und das hing auch damit zusammen, dass natürlich die Soldaten, die jetzt aus dem Ersten Weltkrieg in ihre Heimat zurückkehrten, auch einen Großteil ihrer moralischen Skrupel verloren hatten. Gewalt beherrschte diese Zeit auch im täglichen Leben und das sollte sich im Grunde bis 1939 nicht ändern. Erschwerend hinzu kam, dass es in Ost- und Mitteleuropa ja im Grunde gar keine demokratischen Traditionen gab. Anders als im Westen, in Ländern wie Frankreich oder Großbritannien, da wo die Demokratie, die moderne Demokratie Europas eben geboren worden war, hatte man in den Gebieten Mittel- und Osteuropas überhaupt keine Erfahrung mit Demokratien und mit Republiken. Denn wie gesagt, die verschiedenen kleineren Staaten, die jetzt entstanden waren, waren ja alle vor allem aus Kaiserreichen oder Königreichen hervorgegangen. Es waren also Länder, die in der monarchischen Tradition gelebt hatten und Berührungspunkte hatte es mit der Demokratie, wenn überhaupt, nur am Rande gegeben. Doch die Tschechoslowakei bildete hier tatsächlich eine Ausnahme, denn die Tschechoslowakei war im Grunde der einzige demokratische Staat gewesen, den man in der Zwischenkriegszeit in Mitteleuropa gehabt hatte. Bis, wie gesagt, die Nationalsozialisten diesen Staat dann 1939 endgültig zerschlagen sollten. Aber selbst in weiter westlich gelegenen Gebieten war Demokratie keine Selbstverständlichkeit, wie man nach dem Ersten Weltkrieg sehen konnte. Und das beste Beispiel dafür war natürlich das Deutsche Reich. Denn das Deutsche Reich war ja auch in seine Bestandteile zerfallen. Und die sogenannte Weimarer Republik, die dem Ganzen jetzt nachfolgte, war ja von Beginn an auch nur ein Experiment gewesen. Denn in Deutschland hatte man ja mit einer demokratischen Tradition im Sinne einer Staatsführung auch keine Erfahrung gehabt und so war überhaupt nicht abzusehen, wohin sich die Weimarer Republik entwickeln würde. Dass in all diesen Nachkriegswirren gerade die Tschechoslowakei einen stabilen Staat in Mitteleuropa begründen sollte, hing vor allem an der integrativen Funktion des neuen Staats überhaupt, nämlich an der Person Masaryk. Masaryk war, wie gesagt, fast über die gesamte Zwischenkriegsexistenz dieses tschechoslowakischen Staates der Staatspräsident gewesen, der Vater der Nation, eine integrative Kraft, die über Parteigrenzen und über
politische Lager hinaus bekannt und beliebt war, jemand, der insgesamt das politische System einen konnte. Deswegen hatte es auch immer nur relativ wenig Relevanz, wenn Ministerpräsidenten, also Regierungschefs, eben ausgetauscht wurden in diesem System. Denn solange an der Spitze der einende Staatspräsident, der Vater der Nation, stand, war das alles halb so wild. Die integrative Kraft ist möglicherweise ein Stück weit zu vergleichen mit dem, was der alte Kaiser Franz Josef für Österreich-Ungarn gewesen war, also eine einende Person an der Spitze des Staates, der das Ganze zusammenhält. Und das hatte sicherlich nicht nur mit den politischen Leistungen Masaryks zu tun, sondern auch mit seinem gehobenen Alter, denn er war bereits bei Staatsgründung über 60 und als er schließlich aus der Politik ausscheiden sollte, 1937 aus Altersgründen und aus gesundheitlichen Gründen, war er bereits über 80 und damit war er quasi ein Vater für die Tschechen als solcher gewesen. Im Februar 1920 hatte man schlussendlich eine eigene Verfassung für den tschechoslowakischen Staat festgelegt, der sich sehr stark an den westlichen Demokratien Europas ausrichtete, also Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, freie und geheime Wahlen und all das, was man eben so kannte. Tatsächlich funktionierte das auch in der Tschechoslowakei verhältnismäßig gut, doch ein größeres Problem blieb von Anfang an die Sprache, denn man hatte ja jetzt mit einem tschechoslowakischen Staat in dem Namen schon dargelegt, was die Amtssprachen des neuen Staates sein sollten, nämlich Tschechisch auf der einen Seite und Slowakisch auf der anderen Seite. Tschechisch war vor allem die Amtssprache in den westlichen Gebieten dieses neuen Staates und Slowakisch die Amtssprache in den östlichen Gebieten dieses Staates. Sehr stark betroffen von diesen neuen sprachlichen Regelungen war die deutsche Minderheit. Denn die Deutschböhmen, die man ja mit in diesen Staat übernommen hatte, waren vor allem in großen Teilen vorher Beamte gewesen. Das waren Staatsbeamte gewesen, die in dem alten königlichen oder kaiserlichen Apparat gearbeitet hatten. Denn dort war Deutsch ja eine der Amtssprachen gewesen und entsprechend war es eben für die Deutschen dort leicht gewesen, Fuß zu fassen. Doch jetzt plötzlich wurde Grundvoraussetzung für den Staatsdienst, dass man Tschechisch oder zumindest Slowakisch beherrschte und das konnten viele Deutsche nicht. Und viele waren auch nicht in der Lage, diese Sprache zu lernen oder wollten sie auch teilweise überhaupt nicht lernen. Und so schieden Zehntausende ehemaliger Staatsbeamte, weil sie die Voraussetzungen jetzt nicht mehr erfüllten, aus dem Staatsdienst dieses neuen Staates aus und gingen damit quasi in die Arbeitslosigkeit und in die Perspektivlosigkeit. Und das sollte natürlich bei der deutschen Minderheit einmal mehr das Gefühl erwecken, dass es hier darum ging, sie klein zu halten, sie zu unterdrücken in diesem neuen Staat. Man wollte ihnen keinen Erfolg gönnen, so sahen sie das. Und das sollte natürlich dazu führen, dass die Deutschen jetzt immer stärker versuchten, sich politisch neu zu sortieren und gegen die Tschechen insgesamt vorzugehen. Doch von Beginn an hatte die Tschechoslowakei das Problem, dass der neue Staat nicht nur im Hinblick auf seine Minderheiten sehr unterschiedlich war, sondern er war auch wirtschaftlich völlig unterschiedlich strukturiert. Denn auf der einen Seite hatte man in den tschechischen Gebieten wirtschaftlich starke Regionen, Regionen, die teils eben eher an dem westlichen Industriestandard orientiert waren und mit europäischen Volkswirtschaften mithalten konnten. Und auf der anderen Seite hatte man die Slowakei, die im Grunde ein Entwicklungsland war. Und so hatte man sehr unterschiedlich stark ausgeprägte Wirtschaftsregionen in einem einzigen Staat. Und das sorgte natürlich auch auf Dauer dafür, dass auch der Reichtum in diesem Staat sehr unterschiedlich verteilt war, was natürlich auch wieder zu zwischenmenschlichen Problemen führen sollte. Außenpolitisch waren die ersten Jahre der Tschechoslowakei vor allem durch Grenzstreitigkeiten bestimmt. Denn man muss sich vorstellen, die Tschechoslowakei hatte nun mit sehr vielen verschiedenen Staaten Grenzen. Man hatte Grenzen über das Sudetenland mit dem Deutschen Reich, man hatte Grenzen mit Polen, man hatte Grenzen mit Ungarn, Grenzen mit dem neuen kleinen österreichischen Staat und auch mit Rumänien. Insofern war den Tschechen daran gelegen, nach dem Ersten Weltkrieg möglichst Sicherheitsgarantien für den Bestand des eigenen Staates zu erlangen. Und da war vor allem Frankreich die zentrale Gewalt. Denn die Tschechoslowakei sollte direkt nach dem Ersten Weltkrieg enge Bindungen an Frankreich knüpfen. Frankreich wurde nach 1918 die Garantiemacht für die Tschechoslowakei, aber auch für Polen. Sollte diese Garantie allerdings dann tatsächlich bei den Tschechen überhaupt nicht einlösen und bei den Polen dann erst 1939 auf den letzten Drücker, als die Wehrmacht in Polen einmarschierte. Um vor allem die Ungarn und ihre Gebietsansprüche in der Slowakei einzudämmen, beschlossen die Tschechen jetzt nun, eine sogenannte kleine Entente zu begründen, also ein eigenes Verteidigungsbündnis einzugehen, und zwar zusammen mit Jugoslawien, der ein Staat, der auch neu entstanden war, und mit Rumänien. Damit, wie gesagt, wollte man vor allem die Ungarn einhegen und verhindern, dass die nochmal aufs slowakische Staatsgebiet aus tschechischer Sicht ausgreifen und damit die Stabilität des Staates hätten gefährden können.
Die Beziehungen der Tschechoslowakei zum Deutschen Reich waren von Beginn an problematisch gewesen. Denn das Sudetenland lag, wie gesagt, an der Grenze zum Deutschen Reich und war eine deutschsprachige Region. Doch in der Weimarer Republik war es noch gelungen, die Grenzstreitigkeiten diplomatisch zu klären. 1925 bei den Verträgen von Locarno hatte man die Grenzen der Tschechoslowakei aus deutscher Sicht anerkannt. Gleichzeitig hatte die Tschechoslowakei als Gegenzug die Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund 1926 unterstützt, also in diese Nachkriegsordnung, in dieses neue Sicherheitssystem, was nach dem Ersten Weltkrieg entstanden war. Aus heutiger Sicht eher unwichtig geworden, aber in der damaligen Zeit noch durchaus wichtig, war die Religionsfrage, denn in den 1920er Jahren hatte man auch in der Tschechoslowakei mit durchaus unterschiedlichen Religionen und Konfessionen zu tun. Man hatte auch immer Juden, die in diesem Staatsgebiet lebten, aber vor allem hatte man natürlich Streitigkeiten zwischen den christlichen Fraktionen. Lange Zeit war es ja so gewesen, dass der Katholizismus in dieser Region überwogen hatte, denn das waren ja wie gesagt alle Staaten, die aus dem alten Kaiserreich Österreich-Ungarn hervorgingen, und das war natürlich ein katholischer Staat gewesen, und deswegen war der Katholizismus hier lange Zeit die dominierende Kraft gewesen. Doch die Tschechen hatten natürlich abseits dieser katholischen Tradition des alten Kaiserreichs auch eine eigene protestantische Tradition, die man vor allem in dem tschechischen Reformator Jan Hus sah, der im 15. Jahrhundert gewirkt hatte. Und Jan Hus war in gewisser Weise auch ein Wegbereiter für den späteren Reformator Martin Luther gewesen und daher von einer großen Relevanz nicht nur in Tschechien. Und diese Person hatte man natürlich jetzt auch gerne als eine eigene Nationalfigur nach vorne gestellt, und somit wurde der Protestantismus gestärkt. Doch tatsächlich sollten sich in dieser Zeit viele Menschen zu überhaupt keiner Religion oder zu keiner Konfession mehr bekennen, und damit wuchs auch im Grunde dann eine bekenntnisfreie, wenn man so möchte, Bevölkerung. Ein scharfer Einschnitt erfolgte 1929 mit der Weltwirtschaftskrise. Wie alle anderen europäischen Regionen Europas auch, wurde natürlich auch die Tschechoslowakei von dieser Krise heimgesucht. Die Krise endete in der Tschechoslowakei leicht verspätet 1934 mit einer wirtschaftlichen Erholung. Doch mittlerweile hatten sich außenpolitisch völlig neue Rahmenbedingungen ergeben. Denn am 30. Januar 1933 hatte Deutschland einen neuen Reichskanzler bekommen, sein Name Adolf Hitler. Und mit Adolf Hitler sollte langsam, aber stetig eine neue Außenpolitik in Deutschland in den Vordergrund gerückt werden, eine nationalsozialistische Außenpolitik, eine Hitler-Außenpolitik, die ganz klar auf die Eroberung von Lebensraum im Osten ausgerichtet war. Und auf lange Sicht drohte damit die Tschechoslowakei zu einem Ziel neuer Kriegshandlungen zu werden. Doch Hitlers Machtergreifung war von besonders weitreichender Bedeutung natürlich jetzt für die Sudetendeutschen, denn hier sah man jetzt nun ein starkes Deutschland, ein neues Deutschland, auch aggressiver auftretendes Deutschland, und dieses Deutschland könnte man möglicherweise dazu bewegen, den Sudetendeutschen in ihrer Region beizustehen. Infolge dieser Entwicklung gründete der ehemalige Bankangestellte Konrad Henlein im Sudetenland die Sudetendeutsche Heimatfront. Diese Vereinigung machte sich vor allem für die Sicherung der Rechte der deutschen Minderheit in der Tschechoslowakei stark. Doch für Adolf Hitler in Deutschland war das natürlich ein gefundenes Fressen. Denn hier war ein Mann, den man möglicherweise instrumentalisieren konnte, um den verhassten tschechoslowakischen Staat von innen heraus zu destabilisieren. Zu diesem Zeitpunkt hatte es im Sudetenland bereits nationalsozialistische Parteien gegeben. Die Deutsch-Nationalsozialistische Partei und die Deutsch-Nationale Partei waren zwei Splitterparteien, die dort in dieser Region vorkamen. Und diese zwei Parteien vereinigten sich nun mit dieser Sudetendeutschen Heimatfront, und daraus wurde die Sudetendeutsche Partei, die mit dem Beitritt dieser zwei Splitterparteien einen deutlichen Satz nach rechts machte und damit zu einem interessanten Instrument schlussendlich für Adolf Hitler wurde. Die Wahlen im Jahr 1935 bescherten der Sudetendeutschen Partei einen erdrutschartigen Sieg. Zwei Drittel aller deutschen Mandate, die man überhaupt einsammeln konnte, bekam nun diese Sudetendeutsche Partei. Und damit konzentrierte sich die deutsche Hoffnung der Sudetendeutschen gezielt auf diese Partei und auf die Person Konrad Henlein. Im Sommer 1935 zeichnete sich immer stärker ab, dass die Ära Masaryk sich dem Ende neigte. Der alte Staatspräsident war mittlerweile gesundheitlich stark angeschlagen und dachte offen darüber nach, zurückzutreten. Er war mittlerweile 85 Jahre alt und hatte seinen politischen Zenit weit überschritten und wollte damit sich jetzt nun aus der Politik zurückziehen. Sein Kronprinz in gewisser Weise war natürlich Edvard Beneš gewesen, der ihn ja jahrelang begleitet hatte, sein jahrelanger Wegbegleiter. Doch Beneš war in den politischen Kreisen schon sehr umstritten gewesen. Und hier konnte man sehen, dass diese einende Funktion
des Staatspräsidenten nun zugunsten einer eher politischen Funktion des Staatspräsidenten aufgelöst werden sollte. Denn Benesch war im Grunde als Nachfolger, der er schlussendlich werden sollte, ein klassischer Staatspräsident, der sich nur wenige Jahre halten sollte, so wie das eben in allen anderen republikanischen Staaten Europas auch der Fall gewesen war. 1937 schließlich starb Masaryk. Über 600.000 Menschen kamen zur Aufbahrung seines Leichnams. Über 1 Million Menschen waren auf den Straßen unterwegs. Und damit bekundeten die Tschechen einerseits ihre Anerkennung von Masaryk und seinen Leistungen, aber auf der anderen Seite war das natürlich auch ein klarer Einschnitt in der Geschichte. Denn nun begann zweifelsohne eine neue Geschichte der Tschechoslowakei und diese Geschichte war schon von dunklen Vorzeichen heimgesucht worden, denn in Deutschland liefen zu dieser Zeit schon längst die Pläne zur Zerschlagung dieses Staates. Dass nun Adolf Hitler 1938 das Sudetenland annektieren konnte an das Deutsche Reich und 1939 die Tschechoslowakei endgültig zerschlagen sollte, hing natürlich auch damit zusammen, dass die westlichen Mächte sich nicht wirklich und entschieden gegen Adolf Hitler positionierten. Das hatte viele verschiedene Gründe gehabt. Auf der einen Seite hatte man Kriegsmüdigkeit in den europäischen Staaten und einen Krieg mit dem Deutschen Reich wollte man nicht haben. Auf der anderen Seite waren aber auch immer mehr Politiker mittlerweile ins Grübeln geraten, ob die Grenzziehungen, die man nach dem Ersten Weltkrieg getroffen hatte, auch für das Deutsche Reich tatsächlich gerecht gewesen waren und ob nicht manche Forderungen, die Hitler stellte, durchaus berechtigt waren. Und das war natürlich eine Denkweise, die der Appeasement-Politik, der Beschwichtigungspolitik gegenüber Adolf Hitler Tür und Tor öffnete und damit Hitler natürlich die Möglichkeit gab, beliebig auszugreifen, ohne wirklich dem Risiko ausgesetzt zu sein, von den anderen Mächten militärisch eingebremst zu werden. Mit der Münchner Konferenz und dem Münchner Abkommen 1938 sollte das Sudetenland an das Deutsche Reich abgetreten werden. Damit war nun, um einen Krieg zu vermeiden, in die Integrität, in die Souveränität der Tschechoslowakei eingegriffen worden und man hatte versucht, Hitler damit zu beruhigen. Doch Hitler hatte längst schon weitergedacht. Die Tinte auf dem Papier war noch nicht mal trocken gewesen. Da hatte Hitler die ganzen Absprachen von München im Grunde schon in die Mülltonne geworfen und hatte sich auf seinen nächsten Schritt konzentriert, nämlich die Zerschlagung der Tschechoslowakei oder der Rest-Tschechei, die dann 1939 folgen sollte. Es sollte schließlich bis zum 1. September 1939 dauern, nämlich bis zum deutschen Angriff auf Polen, dass die westlichen Mächte erkannten, dass ihre Appeasement-Politik endgültig gescheitert war. Hier versuchte man jetzt nur noch die Polen zu retten, nachdem man die Tschechen ja schon im Stich gelassen hatte, doch auch das sollte nicht mehr gelingen. Die Folge war ein jahrelanger Krieg mit Millionen von Toten und dem schlimmsten Völkermord der Geschichte, nämlich dem Völkermord an den europäischen Juden. So viel erstmal bis hierhin zu einem kleinen Überblick zur Geschichte der Tschechoslowakei von ihrer Entstehung 1919 bis zu ihrer zunächst einmal Auflösung im Jahr 1939. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, teilt und empfehlt das Video weiter, hinterlasst doch gerne einen Kommentar mit Feedback, Themenvorschlägen, anderen Anregungen und Ähnlichem und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal, bei welcher Folge und welchem Thema auch immer. Macht's gut!